Ich habe heute mein Aufgebraucht und Angedüftelt des Monats Januar für euch. Bis gleich! Hi ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Alle neuen Zuschauer sind natürlich hier auch sehr herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Jasmin und wir quatschen hier über Parfums, Duftkerzen und Duftwachse. Ja, einigen wird jetzt direkt schon aufgefallen sein, irgendwie sieht das Bild anders aus. Ja, ich hatte bei Insta schon gepetzt, ich habe mir eine neue Kamera gekauft und ein Objektiv dazu. Die alte Kamera, nee, fand ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Mir gefiel das Bild nicht so, mir war dieser Bildausschnitt viel zu weit und ich habe mir für die Kamera hier jetzt auch eine Festbrennweite gekauft. Das heißt, die ist nicht mehr so weit, also nach rechts und links ist nicht mehr so viel frei. Dementsprechend muss die Kamera weit zurück und ich muss auch weit von der Kamera entfernt sitzen. Das wiederum bedeutet, ich habe mein Ansteckmikro wieder an. Das Mikro, was dann auf der Kamera sitzt, das hat dann keinen schönen Ton, weil ich zu weit entfernt sitze. Ja, ich dachte, nee, ich brauche was Neues, mir gefiel das überhaupt nicht. Von den Einstellungen her sagt mir die Kamera jetzt, das passt so, Helligkeit, alles tipptopp, alles supi. Ich werde es nachher im Schnittprogramm sehen. Schauen wir mal. Ja, lange genug gequatscht, meine gute Leute. Wie eben schon erwähnt, habe ich heute mein Aufgebraucht und Angedüftelt des Monats Januar für euch. Es ist ein bisschen was. Ja, also man braucht wieder ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, wir hören jetzt auf hier zu labern und ich lege sofort los mit dem interessanten Teil. Wie immer starte ich natürlich zuerst mit dem, was ich aufgebraucht habe. Und hier legen wir mit Handmade los, wie immer. Und zwar hätte ich ja einmal Nordlichter von Vermont Lights. Ich habe viel von Vermont Lights aufgebraucht, also für meine Verhältnisse viel diesen Monat. Und ich rieche jetzt nicht mehr so viel. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen spät dran mit meinem Aufgebraucht und Angedüftelt mit dem Abdrehen. Es war Vanille in dem Duft hier drin. Ich glaube auch Patchouli. Ich glaube sogar schwarze Vanille war hier drin. Ich weiß jetzt nicht, ob Sandelholz hier drin war. Das war ein richtig giftgrünes Wachs. Ich rieche nicht mehr viel. Nordlichter war ein vanilliger Duft, der aber auch so ein bisschen was Dunkles, finde ich, drin hatte. Also man hat schon gerochen, dass es irgendwo in die Richtung schwarze Vanille gehen soll, sage ich mal. Ich fand den ganz gut. Ich kann mich erinnern, ich habe den in kalten Zustand, im kalten Zustand, da haben wir schon wieder die Sprachstörungen, im kalten Zustand habe ich Nordlichter wirklich sehr gut wahrnehmen können. Im warmen Zustand nicht mehr so wirklich. Ich hatte zuerst die Hälfte des Bechers in der Teelichtduftlampe und habe dann gedacht, oh, den nimmst du aber überhaupt nicht gut wahr. Und ich habe mich dann dazu entschieden, den Rest mit in die Duftlampe zu geben. Aber auch da nahm ich nicht wirklich viel wahr. Ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde es sehr schade, denn kalt geschnuppert fand ich ihn wirklich ganz gut. Aber warm habe ich von dem Duft hier leider nicht wirklich viel gerochen. Sehr schade, weil eigentlich ist der Duft echt schön. Dann kommen wir zum nächsten Duft von Vermont Lights und zwar Prismatic Petals. Den hatte ich mir ja auch bestellt, da ich den von den Noten her interessant fand. Es ist ein floraler Duft, aber irgendwas war hier drin, was mich getriggert hat. Ich kann nicht sagen, was es war. Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme ja auch nicht mehr so viel wahr. Also was ich jetzt hier noch so wahrnehme, ist floral, pudrig, hat eine angenehme süßliche Note drin. Ist aber nicht zu süß. Ich finde auch diese florale Komponente jetzt nicht zu stark, nicht zu dominant, nicht erschlagend. Ich fand den kalt wirklich toll und dann habe ich den gedüftelt und ich muss sagen, ich finde den auch warm sehr schön. Ne? Man hat warm auch was Florales, pudrig, hat eine angenehme Süße drin, aber nicht zu süß. Ich fand den auch warm ganz gut, aber der gefiel mir kalt geschnuppert, muss ich ehrlicherweise sagen, ein bisschen besser als warm. Warm war er dann nicht so meins. Die Performance von dem, ich glaube, hier hatte ich auch das Problem, dass er nicht ganz so intensiv war, weswegen ich dann die zweite Hälfte auch noch mit in die Teelichtduftlampe gekloppt habe. Von daher fand ich jetzt für meine Nase war die Performance auch nicht so intensiv. Also ich kenne von Vermont Lights andere Düfte, die haben definitiv Wumms. Da ist sogar die Hälfte von so einem Becherchen schon zu viel. Aber dennoch, schöner Duft, aber eben nicht mein Duft. Der nächste Duft von Vermont Lights, den ich aufgebraucht habe, wäre Cozy Reading Time. Ich kann mich auch hier nicht mehr an die Noten erinnern, ob hier irgendwie Lavendel drin war, Kaffee, keine Ahnung. Das kriege ich irgendwie nicht. Wisst ihr, wonach der für mich riecht? Kalt. Kennt ihr noch die Big Kaugummis, diese Zimt-Kaugummis? Big, glaube ich, hießen die. So riecht das irgendwie für mich. Ich weiß nicht, ob hier Zimt drin war. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich glaube nicht, denn ich hatte mich gewundert,
dass ich diese Zimtkaugummis hier rieche, obwohl gar kein Zimt drin ist. Ich kann nicht mehr sagen, was hier drin ist. Der ist auf jeden Fall schon kuschelig. Der hat was Kuscheliges drin. Kalt und auch warm. Aber der hat für mich so eine leichte Zimtnote von diesen Zimtkaugummis und fragt mich nicht, wo die herkommt. Ich kann es nicht sagen. Die Performance von Cozy Reading Time war super. Ich hatte dieses kleine Becherchen hier in der Teelichtduftlampe. Der hat wirklich über viele Stunden sehr gut performt, hat lange durchgehalten. Ich fand den Duft ganz gut, ist aber für mich kein Nachkaufkandidat. Ein weiterer Duft von Vermontlets, den ich aufgebraucht habe, wäre Kuscheldecke. Den musste ich auch unbedingt testen, weil ich die Noten so schön fand. Es kann sein, dass hier Kaschmir drin war, Sandelholz, irgendwas Vanilliges. Oh, ich finde den kalt ja schon ganz toll. Der hat für mich schon so ein bisschen was Vanilliges. Vielleicht ist hier noch ein Hauch Sandelholz drin und der ist wirklich kuschelig. Also ich finde, Kuscheldecke passt ganz gut zu dem Duft hier. Es ist aber eine, ich sag mal, gesüßte Kuscheldecke. Jetzt nicht zuckrig süß, der hat aber schon was Süßes mit drin. Und das ist auch warm so. Der ist kalt, bisschen vanillig, kuschelig, leicht pudrig, bisschen cremig. Hat schon eine Süße drin, aber nicht zu süß. Ach, der gefiel mir kalt schon ganz gut. Und der ist auch warm. Oh, also, ich finde den auch warm, mega schön. Der ist auch warm, vanillig, irgendwie kuschelig. Der hat eine Süße drin. Der ist leicht pudrig, bisschen cremig. Ach, der, ja, der ist ganz toll. Das ist ein ganz, ganz toller Kuschelduft. Die Performance von dem fand ich auch gut. Auch hier hatte ich das eine Becherchen, den kleinen Zenshot hier in der Teelichtduftlampe. Und auch hier über viele Stunden sehr gut durchgehalten. Ist ein richtig toller Kuschelduft. Der nächste Duft von Vermont Lights wäre Warmer Kaschmir-Schal. Den musste ich auch unbedingt bestellen, da der ja vom Namen her schon kuschelig klang und auch von den Noten tut er das. Das ist ein Kaschmirduft. Ich glaube auch, dass hier ein bisschen Vanille drin ist. Ich bin aber nicht mehr sicher. Für mich riecht es aber so. Es ist ein Kaschmirduft. Der ist ein bisschen parfümig. Ich finde den aber nicht zu parfümig. Für mich hat er wirklich so einen leicht vanilligen Einschlag. Eine schöne, angenehme Süße drin, aber auch hier nicht zu süß. Leicht pudrig, bisschen cremig, kuschelig. Ach, der ist auch schön. Ja, der ist auch schön. Das ist ein richtig toller, kuscheliger Duft. Und auch hier die Performance super. Auch ein Zen-Shot in der Teelichtduftlampe beduftete mir über viele Stunden das komplette Wohnzimmer und ich habe den wirklich sehr gut wahrgenommen. Das nächste Aufgebrauchte von Vermont Lights wäre Magic in the Air. Hier sagte mir jemand von euch Schnuckelmäusen, das geht wohl in die Richtung Magic in the Air von Bath & Body Works. Weiß ich nicht. Ich kenne den Duft von Bath & Body Works nicht. Magic in the Air ist für mich ein frischerer Duft. Ich weiß die Noten hier nicht mehr aus dem Kopf, aber ich finde, der hat was Frisches. Leicht süßliches, zart pudrig. Ich kann echt nicht mehr sagen, was hier drin war. Ich meine, hier waren florale Komponenten drin. Der hat für mich so ein bisschen was Florales. Ja, leicht pudrig, bisschen frisch. Ja, der war schön. Der hat mich aber nicht umgehauen. Also den müsste ich mir auch nicht nachkaufen. Die Performance aber auch hier war wirklich gut. Der kleine Zenshot in der Teelichtduftlampe ballerte mir über viele Stunden komplett durchs Wohnzimmer. Der nächste Duft von Vermont Lights, der aufgebraucht wurde, wäre Goodnight. Als ich den kalt geschnuppert hatte, habe ich ja schon gesagt, ich assoziiere mit dem irgendwie Toilettenreiniger. Oder eine öffentliche, gereinigte Toilette. Keine öffentliche Toilette, die Geruch von Urin hat, das nicht. Eine öffentliche Toilette, die wirklich blitzeblank sauber ist, die frisch gereinigt wurde. So riecht es. Das hat sowas von frisch gereinigtem Bad. Ja, ich weiß nicht mehr, was hier drin war. Ich glaube, Lavendel war hier drin. Das riecht für mich einfach nach Badreiniger. Nach gereinigtem Bad, gereinigter Toilette. So riecht für mich Goodnight. Auch warm. Das ist ein Duft, den musste ich nach kurzer Zeit wirklich schon ausmachen. Also ich musste das Teelicht ausmachen. Das ging gar nicht. Die ganze Küche roch irgendwie nach gereinigtem Bad, gereinigter Toilette. Nee, das mochte ich dann doch nicht so. Das war dann doch nicht so meins. Der hat aber gut performt. Also ich weiß nicht, wie lange ich den anhatte. Ich glaube, eine Stunde oder so. Der ballerte mir wirklich die ganze Stunde so derbst durch meine Küche. Aber wie gesagt, ist nicht mein Duft. Ihr dürft mir aber gern mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Goodnight schon gedüftelt? Oder auch kalt gerochen? Und assoziiert ihr mit diesem Duft auch gereinigtes Bad, gereinigte Toilette? Oder geht das nur mir so?
Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ein weiterer Duft von Vermont Lights, den ich aufgebraucht habe, wäre Lady Million. Der soll in die Richtung des Damenparfums Lady Million von Paco Rabanne gehen. Ich hatte den Duft mal unter der Nase, ist aber schon ein bisschen her. Ich habe so leichte Erinnerungen an ihn. Hier rieche ich nicht mehr viel. Es ist ein floraler Duft. Ich meine, Himbeere war noch hier drin. Und ich meine mich zu erinnern, dass der für mich wirklich warm in die Richtung des Damenparfums Lady Million von Paco Rabanne ging. Floral, hat was Süßes, was Fruchtiges. Wie gesagt, ich glaube Himbeere war drin. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Die Performance war wirklich gut. Auch hier der eine kleine Sandshot in der Teelichtduftlampe. Hat mein komplettes Zimmer über Stunden beduftet. Ich habe den wirklich sehr gut wahrgenommen. Es ist aber nicht mein Duft. Ich mag auch das Parfum Lady Million nicht so. Das ist nicht so meins. Und der geht halt schon stark in die Richtung Lady Million. Weswegen der Duft jetzt nicht meins ist. Er hat aber wirklich eine gute Performance. Ein weiterer Duft von Vermont Lights, der aufgebraucht wurde, wäre Baklava Forever. Habe ich nicht mehr eine große Erinnerung dran. Es kann sein, dass es ein Kaffeeduft war. Ich bin aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, ich weiß nicht, ob hier Kaffee drin war. Ich rieche das so nicht raus, muss ich sagen. Ich glaube nicht. Hier könnte auch Lavendel drin sein. Ich finde, der hat so was leicht Lavendeliges, Pudriges, Süßes, auch so ein bisschen was Kuscheliges mit drin. Es ist aber definitiv kein Duft, der jetzt nach Büchern riecht oder so. Ne? Oder Bibliothek. Das definitiv nicht. Der hat für mich was Lavendeliges, Süßes, Pudriges, bisschen kuschelig. Ich fand den ganz gut. Aber der hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also von dem müsste ich jetzt auch keinen Nachschub haben. Aber Baklava Forever hatte eine gute Performance. Das Melt in der Teelichtduftlampe, das ballerte mir wirklich über viele Stunden durch das komplette Wohnzimmer. Ich habe den über viele Stunden wirklich sehr gut wahrnehmen können. Das letzte, was ich aufgebraucht habe, wäre etwas von Goose Creek und zwar Autumn Romance. Ich glaube, ich hatte hier noch zwei Stücke drin oder ein Stück und dachte jetzt, komm, mach es leer, dann ist es weg. Mach es leer. Ja, Autumn Romance ist so ein schöner Kuschelduft. Oh Gott, der ist toll. Ich glaube, hier war Wildleder drin oder gebürstetes Wildleder, Sandelholz, irgendwas Zuckriges, Zuckerkristalle, ich weiß es nicht genau. Der riecht für mich sehr ähnlich zu Perfect Day von Goose Creek und geht auch so in die Richtung Vitamin R, also Relax von Scentsy. Der ist für mich aber fast 1:1 zu Perfect Day von Goose Creek. Nur der hier ist für meine Nase nicht ganz so laut wie Perfect Day und ist ein bisschen kuscheliger als Perfect Day. Der Perfect Day von Goose Creek ist lauter, der ist penetranter meiner Meinung nach. Und der hier ist weicher, ein bisschen leiser und kuscheliger. Er ist richtig schön. Ich würde schon sagen, dass hier irgendwie was Ledriges mitschwingt. Dann hat er was Zuckriges drin. Kuscheliges, Pudriges, bisschen Cremiges. Der ist ganz toll. Der ist ganz toll. Autumn Romance ist wirklich ein sehr, sehr schöner, kuscheliger Duft. Ich finde auch, dass der ein außergewöhnlicher Kuschelduft ist. Denn die meisten Kuscheldüfte, die gehen ja oder die riechen ja fast alle gleich. Der hier hebt sich schon ab, finde ich, von anderen Kuscheldüften. Und ich finde die Performance von dem Duft hier ganz gut. Ich hatte, meine ich, ich weiß nicht, war es noch eins oder zwei? Ich glaube, es waren noch zwei Bröckchen, die ich übrig hatte. Die zwei Bröckchen haben in der elektrischen Duftlampe gut performt. Ich habe den wirklich sehr gut über viele Stunden in meinem Wohnzimmer wahrgenommen. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach hat er nicht ganz so viel Power und nicht ganz so viel Wumms wie Perfect Day. Dennoch ist Autumn Romance ein wundertoller Kuschelduft. Dann kommen wir jetzt zu meinen angedüfteten Sachen. Auch hier starten wir zuerst mit Handmade. Das erste wäre ein Duft von Ice Flower und zwar Pink Sugar Milk. Den hatte ich, meine ich, in einem Tauschpaket mit drin. Und der ist von Oktober 2017. Und Leute, dieses halbe Becherchen hier, das hat so gut performt. Ich habe den Duft so intensiv wahrgenommen, obwohl der schon so alt ist. Ja, der ist wirklich schön. Also der haut mich nicht um, aber der ist schön. Das hat für mich sowas von Pink Sugar gepaart mit Milch. Der hat für mich diese zuckrige Pink Sugar Note. Der hat aber auch definitiv was Milchiges drin. Nee, Noten stehen hier keine drauf.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich Noten dazu gefunden habe. Also, wenn ich keine gefunden habe, seht ihr in der Videosequenz, wo ich den Duft, also in Nahaufnahme zeige, steht dabei, dass ich keine Duftnoten gefunden habe. Aber der riecht für mich nach dem, was draufsteht. Pink Sugar Milk. Also der hat für mich wirklich was von Pink Sugar mit Milch. Zuckrig, süß. Ja. Ist ein schöner Duft. Wie gesagt, der hat mich jetzt nicht umgehauen, der ist aber schön. Und Leute, ich sag das eben schon, die Performance leckt mich am Arsch. Alter Schwede, leckt mich am Arsch. Also, ich sag nochmal, der ist von Oktober 2017. Und dieses halbe Becherchen hier in der Teelichtduftlampe, der ballerte mir wirklich durchs Wohnzimmer über viele Stunden und ich habe den so intensiv wahrnehmen können. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich den kompletten Becher in die Teelichtduftlampe knalle und dann dachte ich, nee, lass es mal sein, denn ich nehme den Kall schon intensiv wahr und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Der ist wirklich sehr intensiv. Ist ein schöner Duft, aber auch hier muss ich sagen, wäre jetzt kein Nachkaufkandidat für mich, aber ich bin froh, dass er im Tauschpaket war und dass ich ihn mal testen konnte. Dann habe ich jetzt noch was von Vermont Lights, was ich gedüftelt habe, wie soll es auch anders sein, und zwar Dreamcatcher. Den musste ich unbedingt haben, da mich der Name angesprochen hat. Und ich meine, hier war Vanille drin. Ich weiß nicht, ob Kaschmir drin war. Ich, wie gesagt, kann es nicht mehr sagen. Das ist zu lang her. Ich finde den wirklich schön. Der hat für mich so ein bisschen was Vanilliges drin. Der hat was Süßliches drin. Der hat aber, finde ich, auch so ein bisschen was Kuscheliges drin. Und ich würde mal behaupten, dass der so was frisch-Florales mit drin hat. Ich werde euch die Noten ja einblenden. Zu Dreamcatcher habe ich sie definitiv, dann werdet ihr sie sehen. Der ist wirklich schön. Der hat doch so was leicht Cremiges drin. Einen ganz zarten Puderschleier. Ist wirklich ein schöner Duft. Die Performance von dem, super. Ich hatte die Hälfte von dem Becher in der Teelichtduftlampe. Ich habe den im Wohnzimmer gedüftelt. Über viele Stunden beduftete der mein komplettes Wohnzimmer und ich habe den wirklich sehr gut wahrnehmen können. Ist jetzt für mich kein Kandidat, wo ich sage, den finde ich so toll, dass ich ihn mir nachkaufen würde, aber es ist definitiv ein schöner Duft mit einer guten Performance. Das nächste, das ich angedüftet habe von Vermont Lights, wäre Red Berry Cake and Lavender. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den bestellt hatte. Nein, hatte ich nicht. Hier unten ist ein Thank You Aufkleber drauf. Es war ein Goodie. Ich hatte, das weiß ich noch, als ich die Bestellung getätigt habe, überlegt, ob ich mir den Duft mitbestellen soll oder nicht, und dachte, nee, lass es mal sein. Hatte mich aber gefreut, dass dann ein Goodie dieses Duftes mit dabei war im Paket, das ich immer testen konnte. Ja, ich finde ihn jetzt okay. Ich finde ihn okay. Also kein Stinker, aber für mich ist er nur okay. Ich habe definitiv rote Beeren. Ich würde schon sagen, dass der so einen ganz zarten, lavendeligen Touch hat. Der hat schon was Süßes, aber auch was Fruchtiges. Ich würde sagen, von den roten Beeren hat man auch so eine leicht säuerliche Note mit drin. Der hat einen ganz zarten, zuckrigen Akkord eher im Hintergrund. Und ich finde auch, dass der so einen ganz zarten, lavendeligen Moment hat. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch Kuchen, Teig, irgend so was Kuchiges gelistet war. Das kriege ich aber nicht wirklich. Das kriege ich auch warm nicht wirklich. Ich habe auch warm diese roten Beeren mit was leicht säuerlichem, was von Lavendel, so ein Mühchen, aber auch so was Kuchiges oder so kriege ich warm auch nicht. Nee, also ich fand ihn okay. Ich meine, ich musste ihn sogar irgendwann ausmachen. Ich hatte ihn in der Küche gedüftelt und ich musste ihn irgendwann ausmachen. Ich habe den Duft irgendwann nicht mehr ertragen können. Aber die Performance ist super. Ich hatte die Hälfte des Bechers. Bessersens, Becherchens in der Teelichtduftlampe. Leute, ich sag's euch, in der Zeit, wo ich den gedüftelt habe, holla die Waldfee, also der ballerte mir auch wirklich so derbst durch die Küche. Der hat wirklich eine gute Performance, aber wie gesagt, es ist nicht mein Duft. Das nächste angedüftelte von Vermont Lights wäre weiße Creme mit einem Hauch Lavendel. Den musste ich unbedingt testen. Ich war so neugierig auf den Duft. Das ist dann ein Duft, der wohl in die Richtung Nivea-Creme gehen soll. Und dann dachte ich, oh, das gepaart mit so einem Hauch Lavendel, why not? Bestellst du mal, musst du testen. Und mir gefällt der überhaupt nicht. Der hat für mich einen Hauch von Nivea-Creme. Einen Hauch, wirklich nur ein Müh. Das nehme ich so als Nivea kaum wahr. Ein Mühchen Lavendel, ganz weit im Hintergrund, fast nicht wahrnehmbar. Und der ist für mich
extrem seifig. Oh, ich finde den so seifig. Der gefiel mir ja Karl schon nicht so gut. Ich war ja Karl schon enttäuscht von dem. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das hat sich warm nicht geändert. Ich habe auch warm einen extrem seifigen Duft mit einem Mühlchen Nivea und einem Mühlchen Lavendel. Was für mich hier die dominanteste Note ist, ist definitiv dieses Seifige. Und oh, ich mag so seifige Noten nicht. Es ist so schade, ich hatte an den Duft wirklich so hohe Erwartungen, aber nee, leider nicht. Aber die Performance. Leute, dieser halbe Becher in der Teelichtduftlampe fegte mir über etliche Stunden so derbe durch mein Wohnzimmer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das halbe Meld hier leckt mich an der Tasche. Der hat Wumms, der hat Karl schon ordentlich Wumms, ne? Und das ist auch warm der Fall. Auch wenn er nicht mein Duft ist und mir auch wirklich nicht gefällt durch diese extrem seifige Note, die Performance, die hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dann kommen wir nun zu Chestnut Hill. Hier habe ich Lemon Biscotti gedüftelt im Januar. Ja, ich liebe Lemon Biscotti. Ich habe euch ja schon so oft vorgeschwärmt von diesem Duft. Oh Gott, der ist so schön. Ich nehme den aber nicht raus, der ist mir gebrochen. Ja, ihr kriegt hier einen Lemon Biscotti, einen Zitronenkeks. Wir haben hier die Noten von Keksteig, Zitronenabrieb ist hier drin. Hier ist auch Kokosnuss drin, beziehungsweise Kokosglasur. Im kalten Zustand habe ich schon so einen Hauch von Gebäckigem, von Keks. Ordentlich Zitronenabrieb, also ordentlich Zitrone, aber Kokos kriege ich jetzt so kalt erstmal nicht. Nee, aber ich finde, dass der ja schon im kalten Zustand wunderschön ist und warm ist der Duft eine Granate. Für mich riecht Lemon Biscotti warm nach einem Zitronenkeks, der einen Hauch von Kokosglasur hat. Die Kokosglasur kriege ich kalt gar nicht, im warmen Zustand ist es so ein Hauch. Der ist richtig toll. Ich habe ja auch mit dem Duft meiner allerliebste Vero, ist ja auch meine Sensi-Beraterin, angesteckt. Ich hatte mal ein Tauschpaket mit ihr, da habe ich ihr was von Lemon Biscotti reingemacht und sie sagte, also das ist einer ihrer Favoriten, wenn es um so Foodie-Düfte geht. Sie findet den auch ganz toll. Ich finde auch die Performance wirklich gut. Ich hatte zwei Würfelchen, genau, zwei Würfel in der elektrischen Duftlampe im Wohnzimmer und oh je, je, der fegt mir auch den ganzen Tag durchs Wohnzimmer. Ich nehme den wirklich sehr gut wahr. Und ich kann ihn euch definitiv ans Herz legen, wenn ihr eine Foodie-Nase seid, die einen Duft sucht, der wirklich nach Zitronenkeks riecht, warm mit so einem Mühlchen Kokos mit dabei. Dann solltet ihr euch definitiv mal den Lemon Biscotti von Chestnut Hill anschauen. Der ist ganz, ganz toll. Dann kommen wir nun zu Scentsy, was ich diesen Monat gedüftelt habe. Und ich muss sagen, es sind einige Scentsy-Bars von mir gedüftelt worden. Ich hatte aber auch ein bisschen was zum Testen. Der erste Duft wäre Calming Woods. Wir haben hier einen von den, ich glaube, das waren Bring Back My Bars. Und, nee. Nee. Ich meine, hier war Vanille drin oder Vanillestangen, Sandelholz und ich glaube Zedernholz. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber mit Vanille und Sandelholz bin ich sehr sicher. Oh, nee, und für mich geht der gar nicht. Das ist für mich eine Sandelholzbombe, wirklich. Und ich mag zu starke Sandelholznoten nicht. Na, mal gucken, ob wir die Scheißerchen hier rausbekommen. Oh. Nee. Also ich finde, im kalten Zustand hat man schon so ein Mühchen Vanille weit im Hintergrund. Was meine Nase hier am dominantesten rauspickt, ist Sandelholz. Ein bisschen Zedernholz und wie gesagt, ein Hauch Vanille. Und dann dachte ich, teste den mal, düftel den mal. Es kann ja sein, dass dann die... Na, gehst du da rein jetzt? Es kann ja sein, dass warm die Vanille ein bisschen mehr durchkommt. Aber Leute, ich finde auch warm habe ich nicht wirklich viel Vanille. Wirklich nur ein Müh. Und auch warm ist es für mich eine Sandelholzbombe.
Boah, nee, ich kann den nicht düfteln. Ich musste den auch ausmachen. Ich glaube, ich hatte den noch nicht mal eine Stunde an. Ich musste den ausmachen, weil mir das einfach zu viel Sandelholz war. Und so geht es mir ja auch mit dem, ach, wie heißt der Sensi-Duft? Sandalwood Tangerine oder Tangerine Sandalwood. Den fand ich mal richtig toll. Das war ja Love at First Sniff. Ich kann den mittlerweile nicht mehr düfteln, weil es mir einfach zu viel Sandelholz ist. Und mit Calming Woods geht es mir leider ganz genauso. Die Performance war aber ganz gut. Ich hatte den, ich glaube, in der Küche gedüftelt, weil ich dachte mir, komm, wenn er nicht gut ist, dann hast du diesen Miefduft nicht im Wohnzimmer, dann hast du nur in der Küche. Und aber in der Zeit, in dieser einen Stunde, hat er wirklich gut performt. Meine Güte, hat er wirklich gut performt. Also der hat schon Bums, finde ich, kalt und auch warm. Aber wie gesagt, no, ist für mich Sandelholz-Overkill. Der nächste getestete Duft von Sensi wäre Midnight Masquerade. Den wollte ich unbedingt testen, da hier, was war hier drin? Wie spricht man es aus? Beignets? Ich weiß nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe. Das ist so was Ähnliches wie Berliner. Ich glaube, frittiertes Fettgebäck gezuckert. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, ich glaube, ungefüllte Berliner, sowas soll das sein. Dann war hier noch Lilie drin. Vanille, rauchige Vanille. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber, der gefiel mir kalt schon nicht, alter Schwede. Uff, der ist für mich extrem rauchig, finde ich kalt. Also ich habe kalt schon so einen Hauch Lilie, so ein bisschen. Ja, was Gebäckiges, aber ganz weit im Hintergrund für meine Nase. Und was ich hier am dominantesten rauspicke, ist irgendwas Rauchiges. Uiuiuiuiui. Nee, 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 nee. Also, nee. Ich finde den kalt überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Also, nee, der hat mir kalt schon einen Rest gegeben. Und dann habe ich den gedüftelt und da war es leider nicht anders. Ich habe im warmen Zustand auch etwas extrem Rauchiges. Für mich riecht es warm nach einer rauchigen Lilie mit einem Mühchen Vanille und einem Mühchen von Gebäckigem. Nee, der ist mir viel zu rauchig. Der ist mir auch warm viel zu rauchig. Aber er hat eine gute Performance, ne? Also dieser eine Würfel. Der ballerte mir auch recht gut durch den Raum. Den habe ich gut wahrgenommen, aber auch das war ein Duft. Ich glaube, nach einer Stunde musste ich den ausmachen. Aber in der Stunde, ja, performte der ganz gut. Aber ja, bei diesem Duft, nee, nee, da hätte ich auch gerne etwas weniger Performance gern gehabt. Aber naja, nee, mir viel zu rauchig. Ihr dürft mir gern mal bei, also was Calming Woods betrifft und auch Midnight Masquerade in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr die denn? Findet ihr die toll oder sagt ihr auch, nee, geht gar nicht? Habt ihr bei Calming Woods auch eine Sandelholzbombe und hier halt wirklich viel Rauchiges? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die beiden Düfte findet. Das interessiert mich wirklich. Das nächste, was ich von Sensi gedüftelt habe im Monat Januar, wäre Cinderella Happily Ever After. Ich hatte diesen Duft schon mal, als meine Sensi-Reise begann. Es war so die Anfangsdüftelzeit von mir. Da fand ich den nicht so schön. Der war mir einfach zu floral. Und damals waren florale Düfte nicht so meins. So langsam komme ich so ein bisschen in den Mut, was florale Düfte betrifft. Und jetzt dachte ich mir, komm, schmeißen mal in den Club, lass mal in Bar kommen und dann testest du den mal. Wir haben hier Gardenie drin, irgendwas Zitrisches war noch hier drin. Die dritte Komponente weiß ich schon gar nicht mehr. Ich finde ihn mittlerweile definitiv besser. Für mich ist es eine frische Gardenie. Aber diese Zitrusnote nehme ich nicht so als Zitrusnote wahr, sage ich mal. Also es ist für mich keine zitrische Gardenie, sondern eher eine frische Gardenie. Ich finde, die ist schon üppig, die Gardenie. Also die hat schon Bums. Wie gesagt, kalt gefällt er mir mittlerweile wirklich besser. Und ich hatte den dann im Wohnzimmer gedüftelt und aber er gefiel mir im Wohnzimmer schon. Aber es ist nicht mein Duft. Zumindest im Wohnzimmer. Und dann dachte ich, oh, weißt du was, Jasmin? Stell dir mal eine elektrische Duftlampe ins Schlafzimmer und dann machst du den mal in die Duftlampe im Schlafzimmer. Mit einem Bröckchen, dass er einfach so ein bisschen vor sich hin wabern kann, nicht zu intensiv ist und dann einfach als Einschlafduft. Ne? Ich habe den jetzt zwei, dreimal hier im Schlafzimmer gedüftelt und ich hab den dann immer so 3, 4 Stunden, bevor ich dann ins Bett bin, also habe ich die Duftlampe angeschmissen, dass der Duft schmelzen kann und sich der Duft im Raum ein bisschen verteilen kann.
Und ich muss sagen, ich finde ihn im Schlafzimmer schön. Im Schlafzimmer finde ich ihn schön. Im Wohnzimmer gibt er mir gar nichts, da gefällt er mir nicht, aber im Schlafzimmer finde ich ihn wirklich gut. Also da hat er mich dann doch umgehauen. Aber ich muss sagen, ich habe den jetzt 3, 4 Mal im Schlafzimmer gedüftelt und jetzt gerade momentan möchte ich ihn nicht düfteln. Ich habe jetzt gerade genug von ihm, aber er gefällt mir im Schlafzimmer definitiv besser. Ich finde auch, dass er eine gute Performance hat. Ich hatte im Schlafzimmer, ach im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, als ich ihn jetzt das erste Mal nochmal gedüftet hatte nach langer Zeit, 2 Bröckchen in der elektrischen Duftlampe und der hat dort wirklich gut performt. Also er hat eine gute Performance. Ist jetzt für mich kein Bumser, ich kenne von Sensi stärkere Düfte, aber ich habe ihn gut wahrnehmen können. Und wie gesagt, hier im Schlafzimmer hatte ich dann einen Würfel. Mit einem Würfel finde ich, hat er keine gute Performance, aber mir persönlich hat das gereicht. Wie gesagt, ich wollte, dass der Duft einfach nur weich und nicht zu laut hier im Raum umherwabert, wenn ich dann ins Bett gehe. Dann habe ich die Duftlampe ausgemacht und hatte dann so einen leichten Whiff hier von Cinderella Happily Ever After im Raum. Wie gesagt, im Schlafzimmer finde ich ihn gut, im Wohnzimmer ist es nicht so meins. Ja, ich dachte mir, lässt du noch ein Bar kommen mit dem Club, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich muss sagen, ich habe hier noch 3 Bröckchen drin, weil er gibt mir momentan irgendwie nicht so viel. Ich habe ihn jetzt 3, 4 Mal hier gedüftelt, aber momentan gibt er mir nicht so viel. Deswegen ist er aus dem Club rausgeflogen. Was ich aber definitiv testen möchte fürs Schlafzimmer, der liegt auch im Club. Der kommt jetzt auch im Februar, wäre Jammy Time. Ich hatte von Jammy Time mal ein Bröbchen. Der hatte mir da auch nichts gegeben. Ich fand den auch nicht so gut. Aber wie gesagt, mittlerweile finde ich den hier ja auch ganz gut. Und vor allen Dingen fürs Schlafzimmer. Und dann dachte ich mir, komm, holst du dir mal ein Bar Jammy Time und dann schmeißt du mal Jammy Time im Schlafzimmer in die Duftlampe. Bevor du schlafen gehst, mal gucken, ob er mir dann gefällt. Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Der nächste Duft von Sensi wäre ein weiterer Disney-Duft, den ich gedüftelt habe im Januar, und zwar Frightfully Delightful. Der kam ja war das im Oktober oder wann kam der? So für die Halloween-Zeit, Herbstzeit, und ich wollte den unbedingt testen, da der interessante Noten hatte. Und meine allerliebste Vero hatte mir dann was zum Testen zukommen lassen und ich fand den so schön. Da musste dann ein Bar einziehen. Ja, wir haben hier einen Kürbisduft, aber ein schöner Kürbisduft, meiner Meinung nach. Oh ja, ich finde den echt toll. Denn wir haben hier noch Erntepfirsich drin und ich glaube, aufgeschlagene Vanillecreme war noch hier drin. Oh, ja, und das kriegt man auch. Der ist so schön. Das ist kein typischer Pumpkin-Duft, also kein typischer Kürbisduft. Denn die sind ja meistens sehr würzig, haben manchmal auch was Muffiges. Das hat der hier gar nicht. Oder sie sind mal mit Apfel gemischt. Hier haben wir ihn aber mit Pfirsich gemischt und das finde ich so schön. Ist eine sehr weiche Pumpkin-Note. Diese Würze in diesem Duft ist auch so weich. Die nehme ich fast gar nicht wahr. Und dann hat er wirklich so einen Pfirsich-Moment drin. Und ich finde auch, dass der so einen zarten Vanillecreme-Aspekt drin hat im kalten Zustand. Und ich finde den kalt schon toll. Und warm finde ich den auch mega schön. Wir haben warm auch eine weiche Pumpkin-Note. Die Gewürze nehme ich fast gar nicht wahr. Eine sehr schöne Pfirsichnote. Meiner Meinung nach überlagert die aber nicht alles. Also man nimmt auch schon noch den Pumpkin wahr und dann haben wir wirklich so eine weiche, aufgeschlagene Vanillecremenote mit drin. Ich finde den richtig toll. Also der gefällt mir auch warm, sehr gut. Ich finde die Performance von dem auch ganz gut. Ich hatte 2 Bröckchen in der elektrischen Duftlampe in der Küche und der hat über viele Stunden meine komplette Küche beduftet und war dort wirklich sehr gut wahrnehmbar. Ein weiterer Duft von Sensi wäre Winterberry Apple Tea. Ja, den finde ich toll. Das ist für meine Nase einer der schönsten Sensi-Düfte, die ich bis jetzt gerochen habe. Boah, ich finde den kalt schon toll und der ist warm noch schöner als kalt. Ich nehme den aber nicht raus, der sifft. Ich weiß nicht, aber das war hier, das sifft extrem. Der ist richtig schön. Was hatten wir hier für Noten drin? Cranberry, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Tee gelistet war, Gewürze, Honig, ich kann es nicht mehr sagen. Der hat für mich so ein bisschen was von Punsch, also von Kinderpunsch, ne? So ein alkoholfreier Punsch. Ja, hier unten kommt jetzt so ein bisschen die fruchtige Note ein bisschen mehr raus. Ach, der ist richtig toll. Der hat im kalten Zustand schon was Fruchtiges, leicht Würziges. Ich glaube, Honig war noch hier drin. Und es riecht, als wäre so ein Mühchen Honig mit drin.
Und ich finde ja, im warmen Zustand, mein Gott, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, im warmen Zustand ist es so, dass man weiterhin was Fruchtiges hat, diese Cranberry-Note. In diesem Duft mag ich sie, ich mag normal keine Cranberry. Leichte Gewürze und ich finde, dass diese Honignote Mühchen mehr durchkommt. Der ist richtig toll. Und Leute, die Performance von Winterberry Apple Tea, alter Schwede, da reicht definitiv ein Bröckchen in der elektrischen Duftlampe und dann ballert der euch durchs gesamte Zimmer über viele Stunden. Ist ein richtig toller Duft und auch die Performance von Winterberry Apple Tea ist Granate. Der nächste Duft von Scentsy wäre Cozy Cardigan. Ist ein richtig toller Kuschelduft, der ist so schön. Oh. Ja, wir haben hier Rose drin. Ich glaube, Velourleder war hier drin. Velourleder, Wildleder. Und Amber ist hier drin. Ich habe schon mal gesagt, für mich riecht das so ein bisschen, als wäre Sandelholz drin. Ich finde, ich rieche bei vielen Scentsy-Düften noch Noten raus, die gar nicht gelistet sind. Weil es sind ja meistens immer nur 3, 4 Noten gelistet. Ich für meine Nase denke, das sind die Hauptakkorde, die man wahrnimmt. Es ist aber noch wesentlich mehr drin. Dürft ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch so geht, dass ihr mehr rausriecht als die gelisteten Noten und ihr auch das Gefühl habt, dass da auch wesentlich mehr drin ist und dass die gelisteten Noten eher die Hauptakkorde sind. Ja, wir haben hier eine wunderschöne, wunderschöne, weiche Rose. Die hat für mich aber jetzt nichts von einer roten Rose. Das geht für mich eher so in die Richtung rosane Rose, würde ich jetzt sagen. Einen wunderschönen Wildledermoment hier drin, aber meiner Meinung nach nichts Maskulines. Es ist ein femininer Duft. Der hat so was Wärmendes von Amber drin und wie gesagt, meiner Meinung nach ist hier so ein Mühchen Sandelholz drin. Der ist parfümig, feminin, hat was Süßliches, ein bisschen pudrig, der ist toll. Kuschelig, auch schon im kalten Zustand, ja und auch warm. Das ist ein wunderschöner Kuschelduft, wirklich. Der ist ganz, ganz toll. Das Einzige, was ich sehr schade finde, ist die Performance. Das ist leider nicht so dolle. Also mit einem Würfel nehme ich ihn fast gar nicht wahr. Mit zwei Würfeln ist es okay. Da nehme ich ihn halbwegs gut wahr. Ich bin aber ehrlich, ich bin zu geizig, 3 Würfel zu benutzen, weil, seien wir mal ehrlich, Scentsy ist jetzt auch nicht gerade günstig im Vergleich zu anderen. Da bin ich mit 3 Würfeln doch schon zu geizig. Also das muss ich schon sagen. Aber der Duft ist grandios. So ein schöner Kuschelduft. Oh, der ist fantastisch. Dann kommen wir zu einem alten Bring Back My Bar und zwar Marshmallow Mint. Den hatte ich in einem Tauschpaket, das ich mit der lieben Dani gemacht habe. Dani, vielen Dank nochmal fürs Tauschpaket. Es war mir eine Freude, mit dir zu tauschen. Diesen Duft hatte sie mir mit reingepackt und ich wollte den schon so lange testen, aber der kam ja nie zurück und jetzt konnte ich mal testen. Das Bar war auch noch so gut wie voll. Das war nur ein Würfel draußen. Und das ist ein Marshmallow-Minzduft. Man riecht definitiv, dass es keine Vanille in dem Sinne ist, sondern schon Marshmallow. Das ist für mich wirklich eine Marshmallow-Note mit Minze. Der ist sehr, sehr schön. Der gefällt mir gut. Marshmallow, Foodie, minzig, süß. Der ist echt schön. Ich muss aber sagen, ich weiß jetzt nicht, wenn der zurückkommen würde, ob ich mir den nochmal kaufen würde, weil der für mich halt auch in die Richtung Vanilla Snow Angels von Goose Creek geht. Und ihr wisst, an Vanilla Snow Angels von Goose Creek kommt für meine Nase nichts ran, was so in die Richtung Vanille Minze geht. Also da kommt einfach nichts ran. Der ist schön, aber der kommt für mich auch nicht an Vanilla Snow Angels ran. Aber dennoch sehr schön. Marshmallow, minzig, süß, foodie, der ist schon schön. Die Performance von dem finde ich ganz gut. Ich hatte einen Würfel in der elektrischen Duftlampe und habe den wirklich über viele Stunden sehr gut wahrnehmen können. Dann kommen wir zu einem weiteren Duft von Scentsy. Ich glaube, das war ein Duft der aktuellen Bring Back My Bars, die es ja jetzt nicht mehr gibt, meine ich. Ich glaube, die gab es ja nur bis Ende Januar, wenn ich da richtig liege. Korrigiert mich, falls es doch kein Bring Back My Bar Duft war. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall Lemon Coconut Chiffon. Den wollte ich unbedingt testen, da ich sehr neugierig war. Wir haben hier Kokosnuss drin, wir haben hier was Kuchiges drin, Zitrone und sowas. Und Leute, oh, der ist schön. Der ist wirklich schön. Wir haben hier was Zitrisches. Ich kriege aber im kalten Zustand definitiv etwas Gebäckiges, diese kuchige Note. Und so ein Hühnchen. Kokosnuss, ein Hühnchen. Der geht für mich so ein bisschen in die Richtung Lemon Biscotti von Chestnut Hill.
Nur bei dem hier riecht man im kalten Zustand schon so ein Mühchen Kokos raus. Das habe ich bei Lemon Biscotti nicht. Da habe ich ja im warmen Zustand so ein Mühchen Kokos. Der ist schön, der ist zitrisch, der ist süß, der ist foodie. Bisschen Kokosnuss noch mit drin. Oh, der gefällt mir kalt schon unheimlich gut und warm. Oh mein Gott. Oh, der ist warm auch schön. Wir haben warm auch so einen, ich würde schon sagen, gebackenen, obwohl ist gebacken. Ja, so ein, oh, wie soll ich es erklären? Also, ich finde, im warmen Zustand wird der Duft auch cremig. Der kriegt eine cremige Note, die hat der kalt für mich nicht. Und für mich riecht er dann warm nach einem gebackenen Zitronenkuchen mit einer Kokoscreme. So würde ich den beschreiben. Oh, der ist kalt schon toll und der ist auch warm so toll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja, ich liebe Lemon Biscotti, aber dieses Baby hier hat momentan Lemon Biscotti den Rang abgelaufen. Könnt ihr das glauben? Ich kann es selbst nicht glauben. Ich kann es selbst nicht glauben. Ich liebe Lemon Biscotti, aber der hier gefällt mir warm noch ein bisschen besser. Der ist auch warm sehr ähnlich zu Lemon Biscotti. Aber ich finde, hier kommt die Kokosnote ein Mühchen mehr durch und der wird auch ein bisschen cremig warm. Das wird Lemon Biscotti nicht. Boah, der ist so schön. Und die Performance von dem ist auch wirklich super. Ich hatte zwei Brocken in der elektrischen Duftlampe. Ich glaube, im Wohnzimmer habe ich den gedüftelt. Und Leute, der ballerte mir aber viele Stunden durchs komplette Wohnzimmer. Ich habe den so gut wahrnehmen können. Oh, kommt der so schön. Der ist so schön. Das ist ein richtig toller Foodie-Duft. Und da habe ich auch gesagt, der bleibt definitiv erstmal im Club. Der bleibt definitiv erstmal im Club. Ein weiterer Duft, der aktuell in Bring Back My Bars, die es ja nicht mehr gibt, wäre Vanilla Oud. Ich habe mir die letzten Male die Finger wund gewotet, damit dieser Duft zurückkommt. Ich kannte ihn nicht. Ich kenne zwar Vanille-Oud-Düfte, ich kenne den von Sensi aber nicht. Ich habe gewotet wie eine Bekloppte, dass der mal zurückkommt. Nischt. Bei der letzten Bring Back My Bar Voting-Situation habe ich mir auch die Finger blutig gewotet. Und er kam diesmal zurück. Ich habe mich so gefreut. Ja, wir haben hier Vanille in dem Duft, Oud und was war noch hier drin? Leder. Und, den schön. Oh mein, ist der schön. Wir haben kalt schon eine sehr schöne Vanille. Ein sehr weiches Oud. Kein Kuhstall. Ich glaube, Sensi hat Adlerholz angegeben. Lasst euch nicht irritieren, Adlerholz ist Oud. Und eine sehr weiche Zedernholznote, wobei ich sagen muss, ach Zedernholz, Ledernote. Wie komme ich jetzt auf Zedernholz? Ja, der ist vanillig, holzig, bisschen ledrig und hat aber auch schon kalt eine schöne Süße mit drin, finde ich. Ich finde auch, dass der ganz zart cremig ist, ganz zart. Oh, ich finde den kalt schon toll und warm. Ich hatte mich ja kalt schon in den Duft verliebt und auch warm liebe ich diesen Duft. Wir haben auch warm eine wunderschöne Vanille, ein weiches Oud ohne Kuhstalleffekt, bisschen Leder, das mitschwingt, aber auch schon warm. Oder weiterhin auch warm, eine sehr schöne Süße drin, weswegen ich diesen Duft definitiv nicht in die Richtung maskulin schiebe. Nee, der hat definitiv was Feminines. Ach, der ist ganz toll. Ja, die Performance von Vanilla Oud finde ich okay. Ich hatte zwei Bröckchen in der elektrischen Duftlampe. Ist okay. Ein bisschen bin ich enttäuscht, denn da könnte ein bisschen mehr rumkommen, meiner Meinung nach. Aber ich finde den Duft so toll und der bleibt definitiv auch noch im Club. Ich muss echt gestehen, ihr werdet jetzt wahrscheinlich geschockt sein, ich habe Dashing aus dem Club geschmissen. Weil ich finde, dass Dashing und Vanilla Oud im warmen Zustand gewisse Parallelen haben. Und da mir der aber sogar noch ein bisschen besser gefällt als Dashing, ist Dashing aus dem Club geflogen. Ja, aber Vanilla Oud, ich bin so, 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 so glücklich, dass ihr mitgewortet habt. Dass der Duft wieder zurückgekommen ist, der ist fantastisch, der ist phänomenal, der ist wirklich phänomenal. Dann kommen wir zum letzten Angedüfteten von Sensi, auch einer der aktuellen Bring Back My Bars, die es ja wie gesagt nicht mehr gibt mittlerweile, und zwar A is for Apple. Ich bin ja, wie ihr wisst, auf der Suche nach einem grünen Apfelduft, der so ein bisschen in die Richtung dieser grünen Apfelgranini-Bonbons geht. Und ich hatte mal einen von Soul Fragrances bei Duftmädchen, einen Handmade-Duft von ihr. Der ging in diese Richtung. Fand ich toll, hatte ich in einem Tauschpaket, aber kam ich ja so nicht mehr ran.
Und dann hatte ich den Candy Apple von Sensi. Ich glaube, war der aus der Weihnachtskollektion, der Festtagskollektion letztes Jahr. Ich bin nicht mehr sicher. Und dann hatte ich mir den mal bestellt, um den zu testen. Weil Candy Apple, da dachte ich, oh, das ist bestimmt so ein zuckriger grüner Apfelduft. Nee, der riecht für mich einfach nur nach Putzmittel. Grünem Apfelputzmittel. Da war ich ja total enttäuscht. Aber den musste ich mit in den Club schmeißen. Und Leute, ich weiß die Noten nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube schon grüner Apfel. Da war noch irgendeine andere Apfelnote, glaube ich, und Zucker oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott. Der ist so schön. Der ist so schön. Das ist das, was ich mir von Candy Apple erhofft hatte. Wir haben hier einen grünen Apfelduft. Säuerlich grün, spritzig. Hat aber auch, finde ich, so was Süßes drin, so was Zartzuckriges. Der ist wundervoll. Der ist so wundervoll. Ich liebe diesen Duft und der geht für mich auch in die Richtung dieser grünen Apfelgranini-Bonbons. Ja. Und auch warm. Ja. Ach, den finde ich toll und natürlich bleibt er auch noch im Club. Das ist ja klar. Da will ich definitiv noch ein bisschen Nachschub haben. Das ist für mich auch ein Duft, den man eigentlich das ganze Jahr über düfteln kann, finde ich. Der ist nicht zu schwer und weil der halt auch so was Säuerliches, bisschen Frisches dadurch drin hat und nicht zu süß ist, geht der für mich meiner Meinung nach auch noch im Sommer. Also das ist für mich ein Ganzjahresduft für meine Nase. Die Performance von A is for Apple finde ich gut. Ich hatte zwei Bröckchen in der elektrischen Duftlampe. Ich glaube, im Wohnzimmer habe ich den gedüftet und habe den da gut wahrnehmen können. Ist jetzt kein Wumser, wie zum Beispiel Ravenclaw von Sensi, der zieht einem ja schon mit einem Würfel die Schuhe aus. Ich habe ihn aber mit zwei Würfeln über viele Stunden wirklich gut wahrnehmen können. Ja, und das ist auch jetzt für mich ein Granini-grüner Apfelbonbon-Duft, den ich schon so lange gesucht habe. Ja, das ist er. Dann kommen wir nun zu meinen gedüfteten Kerzen des Monats Januar. Die erste wäre Salted Caramel Latte von Village Candle. Dieses Schmuckstück hier war auch in dem Tauschi von der lieben Dani mit drin. Ich wollte den unbedingt mal testen. Ja, die Hauptakkorde dieser Kerze sind, ich glaube, reichhaltiges Karamell, Vanille und Espresso. Ja, und so kalt hat das auch was für mich. Aber nicht unbedingt von Espresso, sondern eher von Latte Macchiato meiner Meinung nach. Dann hat er auch was Karamelliges im kalten Zustand. Ich finde aber, im kalten Zustand hat für mich die Karamellnote so einen leichten Maggi-Einschlag. Und er hat auch so ein bisschen was Vanilliges. Als ich kalt an der Kerze geschnuppert habe, dachte ich, weiß nicht. Ja, und dann habe ich sie auch angefangen zu brennen, weil ich hatte sie unterm Warmer und habe gemerkt, ist okay, aber kann weg. Deswegen bin ich die hier jetzt auch am Aufbrauchen. Warm haben wir auch für mich einen Latte Macchiato-Moment mit ein bisschen Karamell und ein bisschen was Vanilliges drin. Ich finde ihn ganz gut, aber der haut mich jetzt auch nicht um, muss ich sagen. Also das ist, wie gesagt, ein Kandidat, der wird jetzt abgefackelt, damit er weg ist. Die Performance jetzt gebrannt finde ich okay. Also ich finde jetzt nicht, dass das ein sehr intensiver Duft ist, der ist nicht sehr laut. Sie ist okay und wie gesagt, ist keine Liebe, wird jetzt abgefackelt, dann ist er aus der Füße. Dann kommen wir jetzt zu meinen gedüfteten Goose Creek Kerzen. Ich hätte hier meine liebe Autumn Apple. Habe ich euch auch schon so oft in die Kamera gehalten. Ich liebe diesen Duft, ich liebe ihn. Oh Gott, der ist so schön. Der ist so schön. Ja, wir haben hier unter anderem Noten von Apfel, roter Apfel, Vanillezucker. Ich meine, Honig war noch hier drin. Helle Hölzer sind gelistet. Ich finde den so schön. Man hat definitiv einen roten Apfel. Man hat auch, finde ich, diesen Vanillezucker-Moment. Der hat schon so ein bisschen was Zuckriges drin. Diesen Vanillezucker, aber nicht Zucker, sondern wirklich Vanillezucker. Der ist richtig, richtig toll. Ich finde auch, dass der so einen ganz zarten, holzigen Moment hat. Aber er helle Hölzer ganz weit im Hintergrund. Für mich steht hier im Vordergrund definitiv der rote Apfel, Vanillezucker und Honig. Und ich habe es schon so oft gesagt, im warmen Zustand riecht für mich Autumn Apple nach einem roten aufgeschnittenen Apfel, über den wurde Honig geträufelt und alles wurde bestäubt mit einem Mühlchen Vanillezucker. Der ist so schön. Der ist so schön. Das ist eine absolute Liebe von mir. Ich habe ihn euch schon so oft in die Kamera gehalten und so oft vorgeschwärmt. Der ist einfach fantastisch. Die Performance finde ich so lala.
Ich habe die Kerze ja auch unterm Warmer. Ihr wisst ja, Lieblinge werden nur gewarmert, die werden nicht gebrannt. Ja, die Performance ist okay. Meiner Meinung nach könnte ein bisschen lauter sein. Sie ist okay. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe mein Baby. Das ist eine absolute, absolute große Liebe von mir, dieser Duft hier. Die nächste Kerze von Goose Creek wäre Autumn Walk. Habe ich damals durch Wax Crumbs kennen und lieben gelernt. Ich finde den Duft phänomenal. Oh, das ist der authentischste, feuchte Laubduft, den ich bis jetzt gerochen habe. Ja, wir haben hier den Laubmoment drin. Hier ist Muskatnuss drin. Hier ist auch Apfel drin, roter Apfel. Ich meine, hier ist auch Vanille drin. Den kriege ich aber im kalten Zustand jetzt nicht so. Im warmen Zustand ein Bürchen, im kalten Zustand nicht. Für mich riecht es kalt, wirklich nach feuchtem Laub. Mit so einem ganz hauchzarten roten Apfel. Der hat auch Muskat, das rieche ich. Ich finde die Muskatnussnote hier drin aber sehr schön und für meine Nase nicht erschlagend. Oh, der ist fantastisch. Und warm finde ich den Duft ja auch grandios. Auch warm habe ich diesen feuchten Laubmoment mit ein bisschen rotem Apfel, einer wunderschönen, wirklich wunderschönen Muskatnussnote. Und der kriegt auch ein bisschen Süße rein, so eine süßliche Note warm. Und ich denke, das kommt wahrscheinlich von der Vanille. Die kommt so ein Hauch dadurch und gibt so ein Mühchen Süßes, aber wirklich nur ein Mühchen in diesen Duft mit rein. Der ist mega schön. Die Performance von dem finde ich auch wirklich gut. Auch unterm Warmer, ich nehme den sehr gut in meinem Wohnzimmer wahr. Solltet ihr noch auf der Suche sein nach einem Duft, der wirklich authentisch nach feuchtem Laub riecht, mit so einem Mühchen Muskatnuss, bissle roter Apfel, der auch im warmen Zustand so eine leicht süßliche Note bekommt, dann schaut euch definitiv mal Autumn Walk an. Die nächste Kerze von Goose Creek, die hier im Monat Januar zum Einsatz kam, wäre meine Liebe. Happy Halloween! Habe ich euch auch schon so oft gezeigt. Ich liebe, 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 liebe diese Kerze. Ich liebe diesen Duft. Oh my goodness! Ich finde den so schön. Wir haben hier einen Pflaumeduft. Hier ist auch Tabak drin. Ich glaube, Honig war hier drin. Ich weiß nicht, ob Patchouli hier drin war. Es ist für mich eine dunkle, üppige Pflaume. Der Duft hat definitiv Tabak. Das riecht man. Ich finde die Note aber sehr angenehm hier drin. Wunderschön. Oh, der ist so schön, der ist so fruchtig, saftig, dann ein bisschen Tabak mit drin. Ich glaube, Amber war auch drin, der hat so was Warmes drin. Oh, der ist fantastisch. Oh Gott, der ist so schön. Der ist richtig toll, also ist ein richtig schöner Pflaume, Tabakduft. Ich finde schon, dass da Honig drin sein könnte, so ein bisschen. Der ist richtig toll. Und Leute, der hat Wumms. Der hat Wumms. Den nehme ich in der ganzen Wohnung wahr, wenn der unter meinem Candle Warmer steht. Habe ich damals durch Wax Crumbs kennengelernt. Ich hatte mich sofort verliebt, war Love at First Sniff. Und da musste er die Kerze einziehen. Ich habe von der sogar noch ein Backup. Mega schöner Duft. Und sowas von intensiv. Also wie ich eben schon sagte, der ballert mir durch die ganze Wohnung. Die nächste Kerze von Goose Creek wäre French Autumn. Ja, die durfte jetzt auch wieder ran im Januar und wir haben hier auch einen Pflaumenduft. Die Pflaume hier drin finde ich aber nicht ganz so dunkel. Die hat so ein bisschen was Sämiges. Hier ist auch Tabak drin. Das riecht man auch. Und hier ist definitiv Amber drin. Ist auch ein sehr schöner Pflaumenduft, meiner Meinung nach. Der hat aber nicht ganz so viel Wumms wie der von, genau wie der von Happy Halloween. Der hat nicht ganz so viel Wumms wie Happy Halloween. Also der Happy Halloween, sagte ich ja schon, der zieht euch die Schuhe aus, der kloppt euch aus der Bude raus. Das ist bei dem hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Der hier ist nicht ganz so dunkel, der ist weicher. Hier riecht man definitiv die Ambernote auch raus. Ja, ist auch ein sehr, sehr schöner Pflaumenduft, meiner Meinung nach. Die Performance, habe ich ja jetzt eben gesagt, ist kein Powerhouse. Ich habe die Kerze unter der Beacon stehen und ich finde die Performance okay. Also
Der hat nicht viel Wumms, ich nehme ihn aber ganz gut wahr. Sagen wir es mal so. Der ist schön. Ich wüsste aber bei dem ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich den unbedingt nochmal haben müsste, wenn die Kerze irgendwann mal leer ist. Aber ist definitiv ein schöner Duft. Dann kommen wir nun zu zwei Kerzen von Yankee Candle. Die erste wäre Rainbow Cookie. Auch eine Liebe von mir, habe ich euch auch schon so oft gezeigt. Oh Gott, das ist so ein schöner Foodie-Duft. Der hat für mich irgendwie nichts von Cookie. Wir haben hier Pfirsich drin oder Pfirsich-Buttercreme oder irgend sowas in die Richtung. Und danach riecht es für mich auch. Der Duft riecht für mich nach Pfirsich-Buttercreme. Ich hatte jetzt auch schon gehört, dass manche sagen, für die riecht er nach Pfirsich-Joghurt. Ja, ich verstehe diese Assoziation schon, aber für mich hat er eher was von Pfirsich-Creme oder Pfirsich-Buttercreme. Oh, ich finde den so schön. Ach, oh, der ist so lecker und foodie und süß und pfirsich, cremig, Buttercreme. Ach, oh, das ist toll. Richtig toll. Der ist so yummy, der Duft, der ist so schön. Der ist ein richtig toller Foodie-Duft, wenn man auf so Buttercreme-Düfte steht, ne, auf so was cremiges, üppiges, dann ist das definitiv was für euch. Die Haltbarkeit, ach, Haltbarkeit, Performance, jetzt bin ich im Parfum-Game drin. Die Performance von dem Duft hier finde ich okay. Ich warme den auch. Ich finde aber, dass der nicht viel Wumms hat. Also meiner Meinung nach, der dürfte etwas mehr Wumms haben. Dennoch große Liebe und das ist auch ein Duft, den ich mir immer wieder nachkaufen würde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der mittlerweile eingestellt wurde. Man kam ja eine Zeit lang gar nicht mehr an ihn ran, glaube ich, in Deutschland. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht, habe ich nicht geschaut. Ganz toller Duft, wirklich. Der ist so, 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 so wundervoll und lecker und foodie und yummy. Die nächste Kerze von Yankee Candle wäre Dreamy Summer Nights. Den finde ich auch so schön. Ist ein richtig schöner, gehst du wohl auf, holziger Vanilleduft. Oh Gott, der ist wirklich toll. Der ist so schön. Ich weiß die Noten hier alle nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall Vanille. Ich weiß nicht, ob Sandelholz hier drin ist, Zedernholz. Es ist auf jeden Fall ein holziger Vanilleduft, der meiner Meinung nach aber nicht wirklich maskulin ist. Also der hat schon was Feminines. Das ist für mich eine leicht pudrige, ich würde aber auch sagen, bisschen cremige Vanille. Und dann hat er wirklich holzige Anklänge mit drin. Aber ich finde diese holzigen Anklänge sehr weich. Die erschlagen mich nicht. Oh Gott, der ist schön. Der hat auch eine angenehme Süße drin, ist aber nicht zu süß. Der ist richtig toll. Den lieben ganz viele von euch, das weiß ich ja. Der war auch mal eine Zeit lang wirklich ausverkauft. Da kam man gar nicht mehr an den ran. Aber seit einigen Monaten habe ich gesehen, gibt's den wohl auch noch mal bei Duft und Raum zum Beispiel. Nur wie es jetzt gerade aktuell ist, weiß ich nicht. Aber ein paar Monate lang hat man ihn dann bei Duft und Raum noch mal bekommen. Die Performance von dem Schätzchen hier, ja, ist wie bei Rainbow Cookie, finde ich okay. Der könnte meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Wumms haben. Das wäre schön. Ich finde ihn ein bisschen schwach. Also ein bisschen mehr dürfte da schon kommen für meine Nase. Ist aber ein sehr schöner Duft. Und falls ihr so holzige Vanilledüfte mögt, die aber eher feminin sind, auch was Süßes drin haben, nicht zu süß, leicht pudrig und, och, und einfach nur toll sind, dann solltet ihr euch den hier unbedingt mal anschauen. Dann kommen wir zur letzten gedüfteten Kerze des Monats Januar und zwar Tis the Season von Bath & Body Works. Ach, einer meiner liebsten Apfeldüfte. Ich liebe den. Oh wir haben hier roten Apfel in dem Duft, süßer Zimt und Zedernholz und das kriegen wir auch. Wobei ich sagen muss, für mich steht im Vordergrund ein saftiger roter Apfel. Gepaart mit einer wirklich süßen Zimtnote. Die ist nicht stechend, nicht beißend, nicht scharf. Es ist wirklich eine süße Zimtnote. Und im Hintergrund ein bisschen Zedernholz. Gott, der ist so schön. Ich liebe den, der ist richtig toll. Ja, wir haben hier wirklich einen saftigen roten Apfel gepaart mit einer wunderschönen süßen Zimtnote. Ja, und Zedernholz im Hintergrund, der ist toll. Und genau das haben wir auch im warmen Zustand. Wir haben auch warm einen wunderschönen, saftigen, roten Apfel gepaart mit einer
süßen Zimtnote und auch warm hat sie nichts Scharfes, nichts Stechendes, nichts Beißendes und im Hintergrund ein bisschen Zedernholz. Der ist so, so fantastisch und für mich einer der schönsten würzigen Apfeldüfte. Denn die meisten würzigen Apfeldüfte, die sind zu würzig. Das mag ich nicht so. Hier haben wir zwar Zimt, aber eben eine süße Zimtnote. Ich finde den richtig toll. Der hat für mich so ein bisschen was saftiger roter Apfel und eher eine Zucker-Zimt-Mischung. Ja, das passt. Eine Zucker-Zimt-Mischung. So würde ich das beschreiben. Ja, und im Hintergrund halt so ein Mühchen, wirklich ein Mühchen Zedernholz. Ist ein richtig toller Duft. Ich liebe den wirklich sehr. Und auch die Performance von der Kerze unter der Beacon, super. Der wabert mir die ganze Zeit sehr gut wahrnehmbar durch den Raum. Ich habe den immer gerne im Wohnzimmer unter der Beacon stehen. Ich finde den fantastisch. Und falls jemand von euch noch einen Apfelduft sucht, der nicht zu würzig ist und eher was von Zucker-Zimt hat, als nur Zimt, und wirklich der reichhaltige, saftige rote Apfel im Vordergrund steht, dann schaut euch unbedingt mal den hier an. Der ist fantastisch. Das war's. Ihr habt jetzt gesehen, was ich im Monat Januar und Februar aufgebraucht und angedüftet habe. Ich sagte ja, es wird ein bisschen was sein, das Video wird ein bisschen gehen, dann war auf jeden Fall viel Sensi dabei. Für meine Verhältnisse viel Sensi. Normal düftel ich ja nicht so viel Sensi. Es sei denn, es sind Düfte eingezogen, die ich noch nicht kenne, die ich natürlich testen will. Dann kommt schnell mal ein bisschen mehr Sensi zusammen. Ich frage mich auch, ich sehe andere aufgebraucht und angedüftelt und die haben wesentlich mehr als ich und die Videos sind teilweise entweder so lang wie meine oder noch kürzer als meine. Wie macht ihr das? Ihr quatscht nicht so lange über Düfte. Das wird sein. Das wird sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr Schönes aufgebraucht und angedüftelt habt. War was Gutes dabei? Waren Flops dabei? Vielleicht habe ich irgendwas gezeigt, was ihr auch aufgebraucht, angedüftelt habt. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich verabschiede mich jetzt von euch, ihr Lieben. Macht es gut, haltet die Ohren steif und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.